Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Truck Driver. Ja, und ich bin gerade in der Garage. Weil ich meinen Truck reparieren musste. So. Der war nämlich schon kaputt. Und ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er kaputt ist und immer nach rechts zieht mit dem Lenkrad. Weil ich dadurch natürlich an so Sachen wie Wände, Holzplanken etc. rankommen und dadurch natürlich noch mehr kaputt gehen kann. Es ist jetzt so, dass ich natürlich meinen Truck repariert habe. Jetzt muss ich nochmal schlafen, weil meine Ausdauer fast runter ist. Und das machen wir dann auch mal. Jetzt brauchen wir wieder einen Unfall und das ist ja auch dann nicht gut. So, 4 Stunden schlafen. So, und dann suchen wir uns auch gleich mal den nächsten Auftrag. So, wir haben jetzt für Charlie Dava 5 Missionen, für André Bruna 5 Missionen und für Ilona 5 Missionen. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir schon wieder neue Sachen freigeschaltet? Das ist ja jetzt praktisch für Charlie Dava, für André, und hier haben wir den Sven Nordlund. Hier haben wir Ilona. Okay, also wir haben praktisch hier einen neuen. Und wir haben hier einen Charlie. Ja. So, Charlie hatten wir auch schon 5, genau. Also würde ich sagen, fahren wir mal zum 9, oder? Ja, komm, lass uns mal zum 9 fahren. Der ist ja jetzt auch nicht so weit weg. So. Ja, Motor gestartet. Das ist immer mein Problem hier. Vergesse ich. Haben wir natürlich auf der richtigen Spur hier. So, jetzt fahren wir hier natürlich gleich hoch. Blinken schon mal. Auch wenn der auf der anderen Seite abgesperrt ist, wäre ja alternativ eigentlich eine Straße, also deswegen blinken wir schon. So. (lacht) 120 dürfen wir hier fahren. Das ist schon mal für uns super. Dann können wir ein bisschen auf den Gas treten. So, 3,9 Kilometer müssen wir fahren.
gucken wir mal. Wir müssen auch gleich runter hier von der Dings. Können wir schon mal Blinker anmachen. Und jetzt muss es nur noch grün werden, ne? So, jetzt müssen wir hier gleich die Ausfahrt nehmen. Die hier. Nee, müssen wir doch noch nicht runter. Ich dachte schon. Jetzt müssen wir aber runter. Und dann müssen wir hier abbiegen. Okay, schaut aus wie Forstbetrieb. In der Gegend hier. So, schauen wir mal. Das ist also der Sven Nordlund. Moin Sven. Ja, und der hat sicherlich auch für uns die eine oder andere Aufgabe. Den schreibe ich mir mal auf. Den Sven. Damit ich da auch für die Funmills alles habe. So, Sven. So. Okay, dann hätten wir das auch schon geklärt und dann gucken wir mal. Sven Nordlund, weißt du, ich bitte Leute echt nur ungern um Hilfe, aber im Moment bin ich einfach überfordert. Hey, ich helfe immer gerne aus. Um welche Art Transport gut geht es? Hobelspäne. Kein Problem, wo soll ich sie hinten?
zum Kraftwerk. Diese Spinne hier sorgen dafür, dass die Lichter anbleiben. Ha, man braucht also wirklich Brennmaterial um Elektrizität. Okay, mehr habe ich nicht lesen können. Gut, ist egal. Starten wir den Motor. So, hier machen wir das Ding rein. So, Anhänger anbringen. Und schon haben wir das Ding hier. So, dann wechseln wir die Ansicht. Und fahren hier dann gleich mal runter. So, jetzt müssen wir 5,4 Kilometer fahren wieder. So, jetzt müssen wir natürlich warten hier. Die werden hier nicht umsonst stehen. Also ich hoffe, dass sie nicht umsonst hier stehen. Na, wird das noch heute? Auch gut, ne? Die stehen da einfach rum und fahren nicht. Hätte ich auch noch länger stehen können. So. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen aufpassen hier. Natürlich sagt sich meine Elgato auch, was willst du von mir?
Weil mein Bildschirm, mein zweiter Monitor ist eben gerade ausgegangen, falls ihr euch fragt, was ich damit meine. Und immer wenn ich dann die Maus berühre und den Bildschirm wieder damit anmache, bleibt er einmal hier im OBS einmal kurz stecken. Das heißt, ich müsste dann einmal kurz auf meine Elgato klicken im OBS, dann läuft er automatisch weiter hier. Ihr seht oder ihr kriegt davon ja kaum was mit, weil ich habe das schon mal getestet, ob das denn bei euch in der Aufnahme auch feststeht, das Bild, aber ihr kriegt davon nichts mit, weil im Hintergrund läuft das Ganze für euch flüssig weiter. Nur mich irritiert das halt einfach. Ne? Deswegen versuche ich da auch immer das Bild wieder auf Bewegung zu tun und klicke dann somit immer die Elgato einmal kurz an. So, ich muss hier glaube ich raus. Ja, sieht aus. So, also Blinker an. Und hier einmal die Ausfahrt rausnehmen. So, schauen wir mal, was uns jetzt gleich noch erwartet, wenn wir das alles abliefern. Und tanken müssen wir wieder und ausruhen müssen wir uns auch ein bisschen. Also es gibt noch einiges, was wir dann auf jeden Fall machen müssen, bevor wir den nächsten Auftrag auch annehmen. Schauen wir mal, wo wir den Anhänger abliefern sollen.
schauen wir mal, wo wir das denn hinstellen sollen, den anderen. Ach, da hinten. So, Anhänger abkoppeln, Mission abgeschlossen. 670 Euro und 350 XP haben wir bekommen. Eine Einladung Späne erfolgreich abgeliefert. Also eine Ladung Späne. So, okay. Ich glaube, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Auftraggeber, oder? Wer sitzt denn hier oben? Ach, der David Zungen, okay. So, wir haben jetzt einen neuen freigeschaltet, einen neuen LKW. Sehe ich gerade. Das ist schon mal richtig geil. Ja, ich würde jetzt aber erstmal sagen, wir machen einen Ruhetag. Ja. Erstmal ein bisschen schlafen noch. Und dann suche ich uns schon mal eine Tankstelle raus. So, wie gesagt, wir suchen jetzt noch die Tankstelle auf, dann betanken wir uns nochmal und dann würde ich schon die nächste Folge anstarten. In der Zeit, bis wir die nächste Folge starten, würde ich dann zum Auftraggeber wieder zurückfahren. Und wenn ich dann dort angekommen bin, würde ich die nächste Folge starten, praktisch diese jetzt hier beenden, nachdem wir dann getankt haben. Weil ich glaube, sonst wird es einfach viel zu lang. Die Folgen. Ich will die jetzt auch nicht überlang machen.
So, hier müssen wir langsamer werden. Oh, ein Unfall, okay. Hier müssen wir wieder runter. Ah, shit. Das ist nicht gut. So. Und schlafen. Aber geht ja nicht, wir müssen wieder tanken. So, dann tanken wir das Ganze mal. So, dann haben wir erstmal den LKW. Gut, dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und lasst gerne mal Feedback da, was ihr von dem Spiel so haltet. Also ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüssi. Ciao.